Aloha und Servus, meine wundervollen Zaubermenschen da draußen, meine lieben Zuhörer. Ja, wir starten mit dem Reading, mit den Spirit-Impulsen für die Woche vom 18. Juli. In dieser Woche haben wir am 21., also am Donnerstag, einen Portaltag. Und ja, ansonsten glaube ich, tut sich einiges noch von dem Vollmond von letzter Woche, aber es ebbt langsam wieder ab. Also es war spannende Tage, aber ja, deswegen lasst uns mal gucken, wie nächste Woche für uns alle wird. Ähnlich wie letzte Woche wollte sich heute mal der Portaltag melden, welche Unterstützung er uns geben möchte oder sie. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Portaltage männlich oder weiblich sind. Der Anfang halt halber bleibe ich mal bei der männlichen Version für Tag. Ja, genau, energetisch kann ich ansonsten gerade nicht weiter dazu was sagen, außer dass die Perseiden gerade starten. Also wer von euch nachts Lust hat, mal in den Himmel zu gucken, es lohnt sich, es wird immer wieder mal was zu gucken geben. Natürlich ist der Höhepunkt erst am, ich glaube, 11., 12. August. Aber man kann jetzt vielleicht auch schon ein paar davon entdecken, ein paar schöne Kometen, die über den Nachthimmel rauschen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, energetisch schauen wir einfach mal, was die Karten uns bringen. Ich glaube, es wird nochmal ein Verarbeiten sein der letzten Woche. Aber deswegen lasst uns mal gucken, was dieser spezielle Portaltag am 21. uns als Impuls mitgeben möchte. Und dafür haben sich die Starseed-Karten gemeldet. Ich glaube, letzte Woche war das für den Vollmond auch die Starseed-Karten. Lass uns mal reinschauen. Wir haben Lost Lands, Soul Memories and Gifts. You've done this before. Wow, also manche kennen die Karte ja vielleicht auch schon. Aber hier haben wir nochmal diese Erinnerung. Also erinnert euch an eure Seelenerinnerung. Also wer von euch kann, nutzt diese Woche oder vielleicht sogar auch am Donnerstag den die Seelen, eine Meditation oder eine Reise zur Seelenerinnerung und fühlt mal nach, also was auch immer ihr gerade diese Woche für ein Thema habt oder sich vielleicht am Donnerstag zeigt, möchten die Spirits einfach euch daran erinnern, ihr habt es schon mal geschafft. Es ist etwas, was ihr schon mal verarbeitet habt, was ihr schon mal transformiert habt und wenn ihr euch daran erinnert, dann werdet ihr die Werkzeuge dazu haben. Das heißt, fühlt tief in euch rein, verbindet euch einfach mit euren Seelenerinnerungen, die ihr vielleicht auch früher schon mal hattet und fühlt mal rein, wie ihr sie damals gelöst habt. Auf der anderen Seite kann aber auch diese Karte bedeuten, dass es darum geht, dass ihr euch an eure Gabe nochmal erinnern sollt, also nochmal eine Bestätigung an eine Gabe, die ihr vielleicht in einem früheren Leben schon mal hattet, schon mal genutzt habt, schon mal für euch anwenden durftet, und die jetzt sich auch noch mal zeigen möchte und noch mal da sein möchte. Ja? Wie gesagt, wenn wir von der empathischen Gabe rausgehen, dann ist es auf jeden Fall eine energetische Aufgabe, die wir jetzt haben, die einfach da ist, noch mal unsere Gabe als Empathen noch mehr, ja, im Englischen würde man sagen, to embrace it, also zu umarmen, noch mehr zu unserem zu machen, für die, die vielleicht sich da noch ein bisschen wehren. Aber trotzdem, aber natürlich muss es nicht damit zu tun haben, weil wir haben mehrere Geschenke. Also das finde ich so schön, dass es im Englischen Gifts heißt. Ja, wir bringen mehrere Geschenke mit in dieses Leben und wir haben auch mehrere Talente. Ja, wir sollten auch da gucken, dass wir uns nicht zu sehr einschränken, sondern dass wir einfach mal darauf achten. Vielleicht hast du schon mal von früheren Leben erfahren in deinen früheren Meditationen und weiß da vielleicht schon etwas, was du vielleicht in diesem Leben einfach noch mehr hervorholen darfst. Ja, das mal zum Portaltag. Wie gesagt, am Donnerstag, den 21. Dann schauen wir mal, was die Karten uns allgemein mitgeben möchten. Und da haben wir hier die wunderbaren Karten. Schauen wir mal, was die Keepers of the Lights uns sagen. Da haben wir Mary Magdalene, Teacher Awakens. You have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. Also, unser Lehrer, das Erwachen des Lehrers in uns. Wir haben etwas Wichtiges zu teilen. Also folge deinem inneren Ruf und lass dich nicht aufhalten.
Da seht ihr jetzt gleich hier die Bestätigung auch von der Karte. Das heißt, irgendwas in dir möchte einfach in der Funktion als Lehrer herauskommen. Also für die von euch, die sagen, nee, ich will aber doch nicht als Lehrer oder als Coach oder sowas arbeiten. Das muss nicht heißen, dass es quasi als Beruf ausgelebt werden kann, aber es kann sein, dass du vielleicht in deiner Arbeit, in der du bist, vielleicht eine führende Position übernehmen kannst oder vielleicht eine ausbildende Position. Oder auch das ist das, was ich immer wieder sage, wir dürfen auch vorbildhaft leben, sage ich jetzt mal, ohne zu viel Druck drauf geben zu wollen. Aber wir dürfen tatsächlich auch, einfach indem wir das Leben, was wir uns wünschen, die Welt, die wir uns wünschen, noch mehr in unser Leben manifestieren. Dadurch zeigen wir es ja den anderen auch, wie es möglich ist. Ja? Also auch das kann damit gemeint sein. Dann haben wir von den Drachen als Unterstützung für diese Woche, reinigt deinen Weg, der Erddrache ist da, er reinigt den Weg und das Land um dich herum, bleib geerdet, sei bereit zu dienen, festsitzende Energien lösen sich, du kannst im Leben vorwärts kommen. Also auch hier nochmal die Bestätigung, ich überlege gerade, ob wir die nicht sogar letzte Woche auch hatten. Also es ist eine Unterstützung da, wenn du magst, fokussiere dich, deswegen halte ich gerade das Bild auch nochmal hier rein, fokussiere dich auf diesen wunderbaren Drachen, der dir hilft, einfach das Land um dich herum, alles herum so zu ebnen, zu reinigen, dass du noch mehr vorankommen kannst. Und er möchte dich natürlich auch daran erinnern, dich immer wieder zu erden und zu schauen, wie du dienlich sein kannst. Und wenn ich jetzt gerade diese Karte auch nochmal hervorhole, sehen und das, was ich ja gerade gesagt habe, manchmal dienen wir ja auch unserem Umfeld, unseren Mitmenschen, indem wir ihnen einfach ein Leben vorleben, oder ihnen einfach vormachen, wie es sein kann, ja. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir irgendwas den anderen aufdrängen, sondern dass manchmal ist es ja so, dass wenn wir uns erlauben, gewisse Freiheiten zu nehmen, damit erlauben wir es den anderen ja auch unterstützend. Also auch eine schöne Karte. Ja, und dann haben wir noch die Aloha-Karten. Aumakua, hohes Selbst, die Ahnen, oh wunderschön. Hier Aumakua, ich liebe dieses Wort. Das hohe Selbst, ich ehre euch, Aumakua, die ihr vor mir kamt und meinen Weg geebnet habt. Lichtvolle Ahnen unterstützen dich. Und das ist auch eine schöne Erinnerung daran, dass wir das auch als Unterstützung nehmen dürfen. Also, dass wir die vielleicht nicht vergessen sollten oder speziell in dieser Woche noch mehr zu uns rufen dürfen, ist tatsächlich die Kraft unserer Ahnen, unserer Vorfahren. Ja, weil egal, ob wir uns vielleicht mit denen nochmal zerstritten oder ob es mal vielleicht unschöne Momente gab, aber sie haben den Weg geebnet, dass wir heute die Personen sind, die wir heute sein dürfen und in dem Leben sind, in dem wir jetzt gerade sein dürfen. Und damit meine ich nicht fokussieren auf die negativen Dinge, sondern wirklich auf, schaut mal, das, was ihr alles als Geschenke bekommen habt von euren Vorfahren, ja. Weil vielleicht auch mal unschöne Situationen euch aber dafür stärker gemacht haben, euch vielleicht auch dazu gebracht haben, heute euch um euch selbst zu kümmern und Lösungen für euch gefunden zu haben oder auf die Suche gegangen zu sein, Lösungen zu finden für euch. Ja? Also schöne Karte, auch nochmal an die Ahnen dran zu denken. Und von den Starseed-Karten haben wir Called Soul Gifts and Trainings, It's Time to Step Up. Also auch hier wieder die Geschichten, also eigentlich hier, Entschuldigung, hier formt sich der Kreis nochmal mit dem hier. It's time to step up heißt ja im Englischen so schön, es ist Zeit, endlich rauszukommen, endlich dich zu zeigen. Also es bestätigt hier, lass dich nicht aufhalten, folge deinen Geschenken und Gaben und Talenten und folge deinem Ruf, wie es so schön sagt, ne? Called. Da braucht man eigentlich fast nichts mehr dazu sagen. Es ist ein schöner Kreislauf, den die Karten hier machen. Also auch eine schöne Unterstützung für diese Woche. Ich lege sie mal schön aus, unsere Karten hier, damit wir da vorangehen können. Ja, das sind unsere allgemeinen Karten und hier ist die von für den Portaltag. Ja, was ich ganz vergessen habe am Anfang, das können wir aber jetzt auch nochmal nachholen für die von uns, die in der Audio, also die quasi nur als Audio hören. Wir haben heute links die Regenbogenblume, in der Mitte die weiße Blume und ganz rechts die lilane Blume.
Wenn du magst, halte noch mal kurz das Video an oder das Audio an, um reinzufühlen, welche und wie viel, also wie viele und welche von den Blumen dich ansprechen. Und diese werden dann deine persönliche Botschaft haben. Genau, also wenn du magst, halt es kurz an und dann machen wir auch gleich mal weiter und steigen ein mit der Karte, mit der persönlichen Botschaft für alle, die sich von der Regenbogenblume angesprochen gefühlt haben. Dann sind das hier deine Karten. Und da haben wir Keepers of the Light, Master Jesus, Forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. Father Healing is possible at this time. Also für dich könnte es sein, dass diese Woche Vaterthemen hochkommen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass wir hier die Ahnen mit uns gesprochen haben. Würde ich sagen, kann es auch sein, dass aus der väterlichen Ahnenlinie vielleicht auch da noch verstärkt Unterstützung kommt diese Woche. Forgiveness, also du bist auf dem Pfad des Licht, der Liebe und der Vergebung. Ja, da mal reinzufühlen, wie ihr wisst, für mich ist Vergebung tatsächlich ein Tool, das man anwenden kann. Wenn es dir aber schwer fällt, manchmal fällt es uns ja schwer, in die Vergebung reinzugehen. Also wenn hier vielleicht etwas war, was noch nicht gelöst wurde, möchte ich dir aber als zweite Möglichkeit auch noch geben. Es gibt auch noch mal die Akzeptanz. Das heißt, was kannst du tun, um die Situation, die vielleicht zu vergeben gibt, zu akzeptieren oder anzunehmen? Ja, manchmal, wenn wir eher damit arbeiten, gibt es auch noch mal eine Möglichkeit, noch mehr loszulassen. Ja. Für dich persönlich und als Drachenunterstützung hast du den Silberdrachen. Ich halte ihn hier nochmal rein. Silberdrache beleuchtet dein Potenzial mit höherem Licht. Nutze bisher ungenutzte Ressourcen. Schau in deine Seele, erkenne höhere Möglichkeiten. Also hier hast du eigentlich tatsächlich auch nochmal eine Bestätigung der allgemeinen Karten, wirklich auf die Gaben zu gucken, die du in dir trägst. Und da vielleicht auch zu gucken, in Bezug auch auf diese erste Karte, ja, zu schauen, was hast du vielleicht für Gaben mitgebracht, die dich unterstützen können, die dir helfen können, hier noch höhere Möglichkeiten zu erkennen. Ja. Von den Aloha-Karten habe ich für dich Lomi-Lomi, kneten, drücken, berühren, großartig. Paka-ili, Paka-iwi. Wenn du die Haut berührst, berührst du die Knochen. Und ja, manche von euch wissen vielleicht, dass ich Lomi Lomi gelernt habe und deswegen finde ich es immer wieder schön, wenn diese Karte kommt. Also es geht um Berührung, ja, aber ich weiß, dass wir natürlich gerade auch in so einer Zeit sind, wo Berührung nicht immer möglich ist, aber weil hier ja auch steht, du berührst die Knochen, da möchte ich dir oder euch gerne kurz das Konzept von Lomi Lomi, warum ich das so fantastisch finde. Weil es mit seiner Sanftheit, ja, man geht da sehr sanft mit dem Körper um und kann aber trotzdem auf tiefere Bewegungen gehen. Ja, deswegen wird hier auch eben dieses gesagt, du berührst zwar die Haut, aber man berührt energetisch noch viel, viel tiefer, ja. Und ja, also ich würde es mal sagen, also auf der einen Seite, wenn du kannst, buch dir eine schöne Massage für dich selbst, wenn du kannst. Aber wenn es dir vielleicht gerade nicht möglich ist oder gerade auch eine Berührung nicht möglich ist, ja, man kann sich auch eine seelisch, wie sagt man, ich würde da wirklich auch empfehlen, mach eine spirituelle Reise, ob es jetzt eine Meditation oder eine geführte schamanische Reise ist, wo du für dich vielleicht auch mal in die körperliche Wellness hineingehst, wo du mal deinen Körper scannen lässt, und berühren lässt, auch das hilft dir energetisch, ja. Also das, was wir auf einer meditativen Reise machen für unseren Körper, wird ja auch in unseren Körper integriert, ja. Also das vielleicht zu holen als Unterstützung für deine Transformation diese Woche. Vielleicht hat es auch mit deinen Geschenken hier zu tun. Also ne, die wir hier haben, da würde ich vielleicht auch noch mal reinschauen. Und dann haben wir für dich noch von den Starseed-Karten Lifting the Veil, Questioning Everything, Anything Unaligned Must Go. Und ich liebe es, wenn diese Karte kommt. Also Lifting the Veil ist das quasi, dass man, als würde man die Schatten abtragen. Ich glaube, würde man das so ins Deutsche übersetzen oder als würde man die Gardinen aufmachen. Ja, wenn man alles hinterfragt, alles, was eben nicht mehr zu dir passt, alles, was Anything Unaligned Must Go, alles, was sich für dich nicht mehr gut anfühlt, das darf einfach losgelassen werden. Ja.
Und deswegen sehen wir hier auch wieder den Kreis, den schönen Kreis zu Jesus. Also vielleicht gibt es irgendwie gewisse Themen, die du nochmal für dich hinterfragen kannst, ja. Irgendwie kommen bei mir gerade hoch so gewisse Glaubenssätze, gewisse Strukturen, die wir von der Familie oder einfach in der Vergangenheit vielleicht auch jobmäßig übernommen haben, die wir jetzt loslassen dürfen, die eben sich nicht mehr gut anfühlen, die nicht mehr zu uns passen. Und deswegen fühl nochmal für dich rein in dieser Woche, sei achtsam mit dir selbst und prüfe die Dinge, die sich für dich nicht mehr gut anfühlen, was du tun kannst, um sie vielleicht zu verändern oder zu transformieren. Ja, schöne Karten für dich, wenn dich die Regenbogenblume angesprochen hat. Dann gehen wir gleich mal weiter auf die weiße Blume, wenn dich die angesprochen hat. Muss ich mich kurz umsetzen. Obala. So, da haben wir hier die Cernunnos. Wow, von den Keepers of the Lights haben wir für dich Cernunnos Life Force. Express your driving passion, sensual and sexual powers are increased. Also hier folge deiner Passion, deiner Leidenschaft, ja. Also hier ist zwar auch dieses sensual and sexual powers are increased. Also es kann sich vielleicht auf Leidenschaft, partnerschaftliche Leidenschaft fokussieren. Aber ich würde vielleicht auch, natürlich öffne dich dafür, wenn du das gerade kannst. Und ansonsten folge deiner Leidenschaft. Ja, wir haben das ja auch hier gerade, das passt auch wieder hier bei dir zu den allgemeinen Karten, die wir hier haben. Ja, wo, wenn wir manchmal das Gefühl haben, ich weiß ja nicht, was meine Talente sind, ja. Wenn wir anfangen, unserer Leidenschaft zu folgen, den Dingen zu folgen, bei denen wir stundenlang machen können und dabei voll die Zeit verlieren, dann hast du wahrscheinlich etwas entdeckt. Entschuldigung, oh Gott, da kam ein Nieser und einer von meinen Lehrern auf Hawaii hat immer gesagt, wenn sowas kommt, das ist die Bestätigung. Also folge deiner Leidenschaft, denn die Leidenschaft wird dir zeigen, in welche Richtung du gehen darfst. Ja, wenn dir da eine Richtungsweisung fehlt, dann folge dem, denn es wird dir zeigen, welche Geschenke, welche Talente hervorkommen wollen. Ja, deswegen nutze diesen Hinweis tatsächlich mit. Achte mal drauf, bei welchen Sachen, die du so im Alltag auch machst, weil manchmal sehen wir das einfach nicht, aber bei welchen Sachen im Alltag vergisst du die Zeit? Das ist so ein hundertprozentiges Zeichen für eine Leidenschaft. Und genau, und folge dem, so oft du kannst, denn gerade diese Woche ist ja sowas ganz, ganz wichtig. Dann haben wir für dich die Drachen und da haben wir Aquamariendrache vom Neptun. Eröffne den Zugang zur innersten Weisheit deiner Seele. Spiritualität und Weisheit stehen zu deiner Verfügung. Entwickle deine übersinnlichen Fähigkeiten und empfange unsagbares Seelenwissen. Also ich finde es wieder sehr, sehr spannend, wie das so zusammenpasst. Also auch hier wieder folge deinem inneren Wissen. Und ich finde es witzig, weil das jetzt der zweite Drache ist mit einem Schlüssel in der Mitte. Also auch hier. Du hast bestimmt ganz, ganz viele Lösungen bereits in dir, ja. Das heißt für dich diese Woche ein Hinweis, vielleicht nochmal öfters zu meditieren oder öfters, wenn jetzt Meditieren nicht deins ist, wie sagt man, wann sind die schönsten Momente, wie wir mit unseren Spirit Guides sprechen können und uns austauschen können. Das kann beim Spazierengehen sein, das kann, habe Freunde, da ist es natürlich beim Autofahren gehöre ich auch dazu, allerdings natürlich immer mit dem Hinweis, bitte trotzdem auf den Verkehr achten oder unter der Dusche. Also öffne dich einfach für diesen Dialog mit deinen geistigen Helfern, denn sie haben ganz viel Wissen, was du schon in dir trägst und sie können dir dabei helfen, das noch mehr hervorzuholen. Dann haben wir von den Aloha-Karten Ho'omalu, stille Phase, das passt allerdings zum Meditieren, stille Phase, mache eine Pause, lass Ruhe einkehren, ja. Das ist nämlich ganz, ganz spannend und ich fand das ganz, ganz toll, das möchte ich vielleicht gerade an diesem Punkt mit reinnehmen. Ich hatte damals vor, oh Gott, ich weiß nicht, wie viele Jahren hatte ich ja, ihr wisst ja, ich habe ja ein paar Kongresse organisiert
Und unter anderem habe ich damals die liebe Gabriele Werstler interviewen dürfen. Und ich weiß noch, wie wir uns über die Stille unterhalten haben. Wenn wir nämlich schaffen, irgendwann mal auf diese Stille zu kommen, wie laut diese Stille eigentlich ist. Und das war, der Bezug darauf war, dass wir quasi unseren dreidimensionalen Geist nicht zum Schweigen bringen, aber so an dem vorbeikommen, dass wir diese Stille dahinter wahrnehmen und da wahrnehmen, was unsere eigentliche Intuition, unsere Seele, was unsere geistigen Helfer, das hört man dann dort alles, ja. Und ich glaube, gerade wenn ich jetzt bei dir sehe, dass du hier diese Karte hattest mit dem Drachen, der dir ja sagt, es gibt ganz viel Wissen in dir, ja, dann ist das, suche mal diese Stille für dich, damit du durchhören kannst, durch diese Alltagsgedanken hindurchzukommen. Da kann man auch eine wunderschöne Meditation dahin machen, durch die Gedanken hindurchzuschreiten bis hinter zu dieser Stille. Ich stelle mir das vor wie so ein Hinterraum in unserem Kopf, ja, wo dann diese Stille drin ist und wo dann eben unsere geistigen Helfer mit uns noch besser kommunizieren können. Also das so als Impuls für dich diese Woche. Und von den Starseeds habe ich für dich Empathic Starseed, da hast du nochmal die Bestätigung. Energetic Sovereignty, Absorbing What's Not Yours. Also hier auch ein schöner Hinweis darauf, okay, du bist Empathin, das ist wunderbar. Du gehörst zu den hochsensiblen oder empathischen Starseeds, die hier auf der Erde sind. Aber du darfst dich auch daran erinnern, du hast energetische Sovereignty. Das ist im Endeffekt, dass du energetisch für dich, ja, eine Unabhängigkeit hast, ja, und du musst nicht alles von allen anderen absorbieren. Und damit meine ich nicht, dass du auch, wenn du beschließt, dass du das nicht mehr tust, ja, heißt es nicht, dass dein System es nicht mehr macht, ja, weil es ist unsere Gabe und wir tun es einfach. Aber wenn du eben beschließt, dass du nicht ständig überall die Verantwortung dafür übernimmst, dann wirst du für dich auch in deinem Inneren mehr Ruhe erfahren, ja, dann wirst du noch mehr zu dir kommen, zu deinem Themen. Also hier auch eine Erinnerung diese Woche oder den Impuls diese Woche darauf zu achten, dass du eben nicht alles übernehmen musst. Ja? Also achte darauf, welche Themen dir auftauchen diese Woche, wo du vielleicht eigentlich agieren möchtest oder irgendwas machen möchtest oder dir Sorgen machen möchtest, ja? Wo du aber eigentlich nicht musst, weil es einfach nicht in deiner Verantwortung liegt. Ja? Also wunderschöne Karten auch für dich, wenn du die weiße Blume hattest. Und dann gehen wir gleich auf die lilane Blume. Also wenn dich die lilane Blume angesprochen hat, dann habe ich, hupala, habe ich aus Versehen schon umgedreht, habe ich für dich hier Keepers of the Lights, Hilarion, Divine Healing. Honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. Also für dich wirklich ehre Sensibilität, deine Hochsensibilität, ja, nimm dir Zeit, dich wirklich zurückzuziehen und zu heilen und Kraft zu sammeln. Dein Licht kann andere unterstützen, aber nur, wenn du selber auch fein bist, also wenn es dir gut geht, wenn du aufgeladen bist. Also für dich ein klarer Hinweis. Hoffentlich hast du gerade Urlaubszeit und kannst dir Zeit für dich selbst nehmen. Wenn nicht, dann versuch's wenigstens im Kleinen. Ja, also ich sage immer, das Universum erkennt nicht, dass es uns noch mehr von etwas schenken kann, wenn wir nicht den Fokus darauf legen. Das heißt, falls es dir gerade schwerfällt, weil du einen schwierigen Alltag hast, dann nimm dir wenigstens 5 Minuten. 5 Minuten ist wirklich nicht viel, aber wenn du dir jeden Tag 5 Minuten nimmst, wo du einfach nur mal für dich was tun darfst, einfach nur mal atmen, einfach nur mal einen Kaffee trinken, einfach nur mal ein Buch lesen, ja. Also es ist wirklich, nimm dir 5 Minuten, die nur dir gehören. Und so kannst du dann, da kannst du dann dran arbeiten und dann zum Beispiel und das immer jede Woche ein bisschen mehr machen, ja, dann sind es vielleicht in 2 Wochen oder 3 Wochen machst du dann 10 Minuten draus. Und so lernst du immer mehr auch dir diese Zeiten zu nehmen, ja. Aber ich hoffe, dass du vielleicht auch schon so weit bist, dass du sagst, ja klar, wenn ich den Hinweis nochmal habe, dass ich mir diese Zeiten nehmen kann oder vielleicht bist du schon achtsam mit dir selbst, dann ist diese Woche nochmal hier eine kleine Erinnerung einfach, hey, bleib weiterhin achtsam mit dir selbst, achte auf deinen Energiepegel und wenn du brauchst, dann such dir deinen Rückzug, ja.
Von den Drachen hast du hier grün, schaut mal, und schon wieder so ein Schlüssel. Grün-goldener Drache vom Sirius bringt universales Wissen auf deinen spirituellen Weg. Informiere dich über spirituelle Technologien, sei ein Übermittler heiligen Wissens. Also für die von euch, die das vielleicht nicht wissen, es wird gesagt, dass quasi auf Sirius die universelle Universität ist und dass da all das Wissen hinterlegt ist. Also hier das universelle Wissen auch für dich. Also ich finde es sehr, sehr spannend, weil alle das hatten und es passt halt wirklich zu den allgemeinen Karten. Da ist tiefes Wissen in dir, also auch für dich gilt, reinzufühlen, reinzuschauen, dass es dir gut geht, dass du für dich verbindest mit deinen geistigen Helfern. Ich glaube, vielleicht, falls du es nicht angehört hast, hör noch mal ein bisschen rein, was ich vorher gesagt habe, auch zu den anderen, um dir diese Zeit zu nehmen, dich zu verbinden und ja, auch in Kommunikation zu gehen mit deinen geistigen Helfern, dass sie dich unterstützen, dieses Wissen hervorzuholen. Wenn du kannst, natürlich kannst du dich auch gerne, also gerade wenn man den Sirius-Drachen hat, kann man auch gerne Meditation machen und sich wirklich mit Sirius verbinden, also mit dieser Sternenkonstellation bzw. Planeten. Und da reinzufühlen und zu schauen, welches Wissen kommen möchte, ja. Oder und natürlich, weil es hier diesen besonderen Satz hat, informiere dich über spirituelle Technologien. Alles, was wir hier so auf der Erde lernen, egal ob es, ne, so, ihr wisst ja, ich liebe Ho'oponopono als Lebensphilosophie, aber genauso, egal ob es Reiki ist, Schamanismus, Prana, ob es Yoga ist, ob es Zen ist, ja, also oder wie auch immer. Also ich habe auch wunderbare Methoden auch schon aus dem katholischen Glauben gefunden oder, also wie gesagt, Spiritualität hat ja jetzt an sich nicht mit dem Glauben zu tun, sondern es geht um Methoden und so wie es hier steht, um Technologien, die wir nutzen können, um das Göttliche, um das Universelle hier auf Erden zu manifestieren. Und ich denke, desto mehr wir uns dafür öffnen, es auch wirklich als Werkzeuge zu sehen, ja, und nicht als Identifikationsmittel. Und wir sind immer mehr raus aus dieser Zeit. Das Wichtige ist immer, dass es für dich funktioniert, ja. Also vielleicht ist es an der Zeit, da nochmal für dich nachzuforschen, ob es vielleicht irgendeine Technologie oder Methode gibt, die dich vielleicht schon immer so ein bisschen interessiert hat, aber wo du noch nicht tiefer reingehen wolltest. Vielleicht gibt es da ein paar Antworten oder etwas, was sich für dich gut anfühlt, ja. Also wunderschöne Karte auch hier. Und dann haben wir hier für dich noch den von den Aloha-Karten Tiki Vayana, innerer Garten, Ort der Mitte. Deinem Herzen gibt es einen Ort, an dem du vollkommen sicher und geborgen bist. Besuch ihn, du wirst liebevoll erwartet. Also eine schöne Karte und eine schöne, eine schöne Einladung, in den inneren Garten zu gehen. Ich liebe diese innere Gartenmeditationen. Sie haben so viel gebracht und ich habe auch so viele Kunden, denen es sehr viel geholfen hat. Ich habe es damals eben auch über die Hawaiianer kennengelernt. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen, wenn ihr wollt. Ich kann euch gerne, ich verlinke euch mal unter das Video, verlinke ich euch mal die den Link zu dem Online-Kurs, den ich aufgezeichnet habe mit dem inneren Garten. Damit ihr, ja, wenn ihr Lust habt, da mal hineinzutauchen, könnt ihr euch das gerne mal angucken. Sehr, sehr hilfreich für dich jetzt. Falls du aber sagst, der innere Garten spricht mich jetzt gar nicht an, der innere Garten ist der Ort, oder um das mal vielleicht auch anders zu sagen, es geht um den inneren Ort der Mitte deines Ortes, wo du am besten mit dir, mit deinen geistigen Helfern kommunizieren kannst. Also auch hier für dich der Aufruf, geh in die Kommunikation mit deinen geistigen Helfern, geh in die Meditation, wenn du kannst, ganz auf deine eigene Art und Weise. Ja. Und dann haben wir hier noch von den Starseeds für dich Blue Flame, Spontaneous Awakening Activation Integration Time. Also für dich wird wahrscheinlich diese Woche irgendwas dabei sein, was wirklich Klick macht und dir hilft, irgendwas zu aktivieren. Ich finde, wenn diese Karte kommt, es ist so schön zu erfahren, so okay, ich durchlaufe gerade etwas oder bin gerade durch etwas durchgekommen und diese Karte möchte dich auch daran erinnern. Also es kann sein, dass du bevorstehst, dass du es gerade hinter dir hattest
Und das Wichtige ist einfach, dass du dir auch erlaubst, Integration Time, ja, deswegen ist dieser Zusatz hier unten ganz, ganz spannend und wichtig, weil es geht darum, dass du das dir auch die Zeit nimmst, auch diese ganzen Veränderungen zu integrieren, ja, weil wir haben manchmal so diese Tendenz, schneller, höher, weiter, ja, und wir haben jetzt, jetzt habe ich diese krasse Erkenntnis, okay, was kommt jetzt als nächstes, ja, was kommt jetzt als nächstes? Und manchmal brauchen wir aber auch mal Zeit, ja, so wie unser Körper, um etwas zu verdauen, um etwas zu integrieren. Und das ist so auch dieser kleine Aufruf für dich, da dir diese Zeit zu nehmen. Aber eben natürlich auch zu gucken und achtsam zu sein. Ja, vielleicht ist es ja am Donnerstag, dass es hier vielleicht damit zu tun hat, mit dem Portaltag. Oder vielleicht auch mit irgendeiner anderen Situation in deinem Leben, was nächste Woche einfach stattfinden wird und dir so einen Aha-Moment schenken wird. Ja, meine Lieben, das waren die Karten für diese Woche. Ich hoffe, sie haben euch wieder ganz, ganz viel und wundervolle Inspirationen mitgegeben. Ich freue mich immer, wenn ihr mir erzählt, wie es euch damit ergeht, was ihr für Impulse hattet und wie euch dann die Woche damit ergangen ist. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir einfach entweder in die Kommentare oder eine E-Mail. Meine Kontaktdaten findet ihr ja im Profil also YouTube-Kanals oder so oder von meinem Podcast. Da ist ja auch alles hinterlegt. In diesem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch eine ganz, ganz wunderbare Woche und wie immer, serve your energy way. Bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao.